Also ich bin die Elena, ich führe und leite den deutschen Markt hier bei Tickmill. Selbstverständlich sind Sie höchstwahrscheinlich jetzt nicht unbedingt wegen mir da, sondern wegen Giovanni. Und was der heute Abend macht, der wird uns präsentieren die optimale Trading-Vorbereitung. Und selbstverständlich geht es hier nicht um lediglich ein Webinar, da haben wir zwei geplant. Das erste ist heute, das zweite wird dann am 14. November sein, und zwar um 11 Uhr. Auch hier über GoToWebinar. Und bevor ich direkt an dich weitergebe, Giovanni, lese ich ganz kurz die Risikowarnung vor. Und zwar, der Handel mit Devisen auf CFD und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet. Jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder Tickmill noch der Moderator die Haftung übernimmt. So, dieses Mal konnte man hoffentlich alles hören. Alles bestens. Super, musste ich mich zweimal durch den Risikohinweis kämpfen. Schön. Giovanni, darf ich dann direkt den Bildschirm rüber zu dir werfen? Ja, gerne. Fantastisch. So. Okay, jetzt muss ich nur meinen Wunderbar. richtigen Monitor aussuchen. Da sind ja einige. Da ist der richtige. So, wunderbar. Gut, so, von Beginn an. Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Webinar von Tickmill und mir. Ich freue mich schon seit ein paar Tagen darauf, einfach aus den Erfahrungen, die ich mit Tickmill und Elena schon im letzten Jahr auf der World of Trading gemacht habe, ist ein toller Broker und ist ein tolles Team. Und ich freue mich heute etwas über ja, die optimale Trading-Vorbereitung erzählen zu können. Kurze Frage an euch: Könnt ihr mich denn gut hören? Kurzes kleines Ja oder ein X ins Fragenfensterchen und schon weiß ich Bescheid. Ja, geht, das Ja ist kommen. Wunderbar. Super. Die Folie hatten wir schon, die hatten wir auch schon. Dein Risikohinweis hat Elena bereits vorgelesen. Und ich steige dann gleich mal ein in das Webinar. Ihr könnt mir auch Fragen stellen. Falls wir dann Zeit haben, würde ich versuchen, diese am Ende des Webinars oder vielleicht auch mal zwischendurch, mal sehen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, zu beantworten. In dasselben Fragenfensterchen einfach die Fragen eingeben und ich schaue mal, dass ich dann ein paar rauspicken kann. So, was beinhaltet denn eine erfolgreiche Vorbereitung? Erstmal unterteilen kann man das Ganze in eine mentale und eine schriftliche Vorbereitung. Mentale Vorbereitung. Auf die ganzen Punkte gehen wir auch gleich ein. Allgemein Marktüberblick verschaffen. Dann sollte man natürlich eine Marktstimmung festlegen. Ja, morgens, zum Beispiel, wenn man morgens schon tradet, dann klar, Wirtschaftsumfeld, also Wirtschaftswachstum ist vielleicht übertrieben, aber das Wirtschaftsumfeld sollte man beachten. Da natürlich Stichworte, Konjunkturdaten und so weiter und auch Wirtschaftsnachrichten prüfen. Ja, so, und danach kommt die schriftliche Vorbereitung. Wird ein bisschen unterschätzt, aber sollte man vor allem als Anfänger am Anfang machen, weil es einfach einem eine Hilfe gibt, einen ja, gewissen Tradingplan zu erstellen. Also einen Persönlichkeitscheck vielleicht durchführen, Tagesziele setzen, eine Marktplanung. Dazu gehört halt sowas wie Trendrichtung, Trendstärke, Widerstände ausmachen und so weiter. Und dann wirklich auch die Trade-Planung mal schriftlich festhalten. Also mit welchem Risiko und möchte ich in den Markt Positionsgrößenbestimmung, Ein- und Ausstiege festhalten. So, gehen wir mal zum allgemeinen Marktüberblick, ne? Also morgens, wenn ich mich an den Rechner setze, mache ich meistens dieselben Sachen. Ja, ich schaue mir an, was es für News gibt, was es für News zu deutschen Aktien gibt. Ich schaue mir an, was die Amerikaner am Vorabend, also nachbörslich noch gemacht haben, beziehungsweise dort für News gegeben hat. Ich werfe einen kurzen Blick nach Asien, ja. Und wenn ich dann unter anderem Forex trade, dann schaue ich mir natürlich auch dort die Charts sehr genau an, ja. Also ich gucke, das Ganze geht sehr, sehr schnell, weil es einfach Routine mittlerweile geworden ist.
aber es sind doch ein paar Schritte, die man machen sollte. Also ich mache als erstes mal, versuche ich auszumachen, eine übergeordnete Trendrichtung. Ja. Dabei schaue ich mir im Tagesschart lang-, mittel- und kurzfristigen Trend an. Ja, schaue mir an, okay, wie sieht es da aus? Kann ich da etwas Bestimmtes festmachen? Und beim Daytraden oder Scalpen sollte man auch ruhig den Stundenchart mit einbeziehen. Also nicht nur Tageschart, sondern Stundenchart. Ich habe es hier mal so ein bisschen notiert. Fürs kurzfristige Traden reicht das, wenn man sich den 8 bis 12 Wochen Tageschart anschaut oder 4 bis 5 Tage Stundenchart, 2 bis 3 Tage 5 Minuten Chart. Und das Ganze geht dann hoch bis zum langfristigen Traden. Da reicht es oder sollte man sich den 5 Jahres Wochenchart anschauen. Da ist der 5 Minuten oder 15 Minuten Chart dann natürlich nicht mehr so wichtig, weil man die Trade-Entscheidungen eben nicht auf so kurzfristigen Zeiteinheiten trifft. Ja, also da braucht man garantiert keinen 5 Minuten Chart. So, dann versuche ich die Trendstärke, also das Momentum festzustellen. Ja. Ich schaue mir meistens die Major-Devisenpaare an. Das sind 6 Stück. Die meisten von euch werden sie kennen. Das ist der Euro-Dollar. Das ist das Cable, das sogenannte, also Pfund-US-Dollar. Dann der Euro-Yen, der US-Dollar-Schweizer-Franken, der US-Dollar-Aussie und der US-Dollar-Yen. Das sind die 6 Major-Paare. Die habe ich meistens geöffnet in meiner Handelsplattform und schaue sie mir an und versuche dann dort natürlich ein gewisses Momentum auszumachen. Dann schaue ich auch, ob es da vielleicht Widerstände und Unterstützungen gibt. Ja, das sehe ich sofort mit einem Blick. Wenn ich Hilfe möchte, gibt es mittlerweile so viele auch kostenlose Indikatoren, die man sich zum Beispiel in den MetaTrader reinziehen kann, die einem sofort sagen, okay, hier ist ein Widerstand, hier ist eine Unterstützung und. Das übernehmen mittlerweile kleine Expert Advisors. Aber wenn man da geübt ist, sieht man das auch mit bloßem Auge und kann sich dann auch selbst einzeichnen. Ich schaue nach Fibonacci Retracements, ja, auch ganz wichtig. Wo sind die berühmten Fibo-Linien, wo der Markt eventuell nach einer Bewegung konsolidiert abprallt und dann diese entsprechenden Fibo-Retracements anläuft, ja. Ich versuche übergeordnete Szenarien zu entwerfen. Was passiert wann, ja? Und ich versuche, große, übergeordnete, mittelfristige Kursziele auszumachen. Ja, also wenn ich vor allem in diesem mittelfristigen Bereich bin, also mich persönlich werdet ihr in diesem langfristigen Trading wohl kaum anfinden. Ich bin ja hier zu 90% meines Trading, vor allem im FX-Trading, beheimatet und ein wenig eben mittelfristig. Und dann schaue ich mir einfach an, okay, was sind da übergeordnete Kursziele? Ja, wo könnte die Bewegung hingehen? Vielleicht auch noch an Fibonacci unterstützt. Und so weiter und so fort. Damit verschaffe ich mir einen Überblick. Das Ganze ist eine gewisse Routine, die maximal, ich sag mal, 10 Minuten morgens ausmacht. Sehr viel mehr sollte sie auch nicht ausmachen, weil man sonst keine Zeit eben für andere Sachen hat. Ja, und wenn man das jeden Tag macht, dann sollte man das üben, dass es relativ schnell geht. Das kann dann auch so ausschauen. Hier hat man einen allgemeinen Marktüberblick im Tageschart, dass man einfach ausmacht, wo sind gewisse Widerstände, Entschuldigung, nächste Folie ausgerichtet, wo ist die Trendrichtung, sieht man hier, es geht nach unten überwiegend, ja, und wo habe ich vielleicht einen Boden gefunden, wo sind Hoch und Tiefs und so weiter. Na, hier befinden wir uns in einem Seitwärtstrend, in einem untergeordneten, Entschuldigung, und das sieht man mit dem bloßen Auge, auch anhand der Fibos, wo liegen wir da, welche Fibolinie sind wir angelaufen nach dem starken in Anführungszeichen, aber doch nach dem starken Verlauf hier oder Abverkauf ging es dann wieder hoch ans 50er Fibo Retracement beziehungsweise sogar ans 61,8er. Ja, sowas kann man morgens immer machen und hier dann im Stundenchart und ich erkenne einfach, es geht mittelfristig seitwärts, kurzfristig geht es abwärts, aktuell gibt es fallende Hochs und Tiefs. Es ist ziemlich volatil, also es sind schon ganz schöne Bewegungen hier. Daraus folgt, dass die Marktteilnehmer unsicher sind für eine entsprechende Richtung und Nachrichten können stark oder positiv oder negativ sich auswirken. Ja? Aber dennoch ist Short momentan noch die erste Wahl. Warum? Hier im Tageschart haben wir einen abwärts gerichteten Trend und deswegen ist nach wie vor Short die erste Wahl. Auch hier kurzfristig im Stundenchart einen abwärts gerichteten Trend. Ja, also lieber auf Short setzen. Ja, das kann man sehr, sehr schnell machen und hat halt einfach einen kleinen Anhaltspunkt, wie könnte die ganze Marktstimmung sein,
kann man an solchen Geschichten festmachen. Am Anfang, wenn man sich unsicher ist, kann man zum Beispiel solche Erkenntnisse, wie ich sie hier unten aufgeschrieben habe, sich selbst aufschreiben. Einfach auf einen kleinen Zettel, sich neben dem Monitor oder auf dem Monitor pappen und sich immer daran erinnern, okay, was habe ich heute Morgen beobachtet? Zlatko schreibt gerade, ob es eine Aufzeichnung vom Webinar geben wird. Zlatko, das kann ich dir gar nicht fragen. Die Frage müsste ich an Elena weitergeben. Elena, wird das Webinar aufgezeichnet? Ja, selbstverständlich. Das Webinar wird aufgezeichnet und das wird dann nachher ja auf unserer Webseite sein, als auch auf unserer deutschen Facebook-Seite. Ich stelle den Link hier gleich mal rein, also wo es morgen zu finden sein wird. Okay, super. Alles klar. Danke dir. Damit ist das beantwortet. So, jetzt loggen sich bestimmt gleich alle wieder aus. Das sollten wir, diese Frage sollten wir beim nächsten Mal am Ende beantworten. Nein, alles gut, alles gut. Und hier dann noch kurzfristiger, eben im 5-Minuten-Chart für alle Daytrader, vielleicht auch Scalper, ja, oder zumindest die kurzfristigen, dann schaut man sich nochmal eine untergeordnete Zeiteinheit an. Und auch hier kann man dann diverse Sachen ausmachen, unter anderem, man sieht einen kurzfristigen Abwärtstrend, nach wie vor Short, Vorsicht, aktuell steigende Hoch- und steigende Tiefs, ja, erkennt man hier. In dem hinteren Bereich, hier haben wir zwei steigende Hochs und hier steigende Tiefs. Ach, der nicht ganz, aber hier dennoch haben wir steigende Tiefs. Es bleibt sehr volatil. Daraus folgt, die Marktteilnehmer sind unsicher und Nachrichten können auch hier nach wie vor stark positiv oder negativ die Kurse beeinflussen. Aber dennoch Short immer noch die erste Wahl. Wenn du redest, meldet sich niemand ab, sagt Daniel. Ja, so soll es sein. Okay, gut. Also damit seht ihr, wie man eine kleine Marktstimmung ausmachen kann. Des Weiteren, um sie herauszufinden, kann man natürlich schauen, was sagen die lang-, mittel- und kurzfristigen Charts. Das haben wir gerade gesehen. Ja, also stufen Sie ein in abwarten, hoffnungsvoll, gierig, ängstlich, panisch oder depressiv. Ja, depressiv und panische Märkte bzw. ängstliche Märkte haben wir an den Aktienmärkten letzte Woche gesehen. Ja, falls ihr euch daran erinnern könnt. Es ging rapide und schnell nach unten. Das ist meistens ein Anzeichen von Angst und Panik. Ja, das lieben wir Trader. Ja, war mehr im Aktienbereich zu sehen als im FX-Bereich. Aber so etwas liebt der Trader und vor allem der Daytrader. Es gibt nichts Besseres als stark fallende und schnell fallende Märkte. Bringt die höchste Volatilität und natürlich damit auch die höchsten Chancen mit sich. Okay. Kurzer Abschweif, aber wer mich kennt, weiß, sowas mache ich öfter. gut, dann, wie sieht die allgemeine aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland, EU, China, USA aus? Ja, also, haben wir da starkes, normales, schwaches Wirtschaftswachstum? Sind wir in einer Rezession oder gar Depression? Ne? Das sollte man natürlich kurz im Hinterkopf behalten. Ja, aber so etwas ändert sich ja nicht ständig. Ja, also normalerweise von einer Woche auf die andere, naja, da werden wir jetzt nicht in eine Rezession verfallen. Sowas ist ein ja eher schleichender Prozess. Aber dennoch sollte man wissen, wie sieht es in den diversen Teilen der Welt diesbezüglich aus? Ja, so wie wird es zukünftig aussehen? Auch hier ganz genauso Nachrichten verfolgen. Ja, zum Beispiel zu einem Auf- oder Abschwung einer dieser Länder kann natürlich Einfluss auf die anderen haben. Momentan super aktuell Italien, meine Heimat, total aktuell. Mit ihrem Haushaltsplan, das sie gerade der EU vorgelegt haben. Brüssel ist überhaupt nicht von begeistert und die Investoren zeigen das Italien auch. Seit ja, Wochen, Monaten steigen natürlich die Anleihezinsen. Nee, Entschuldigung, nicht die Anleihezinsen. Doch, natürlich, klar, die Anleihezinsen. Und das bedeutet für Italien, es wird immer schwerer, beziehungsweise nicht schwerer, sondern es wird immer teurer, sich zu refinanzieren. Ja? Also Geld vom Kapitalmarkt zu erhalten. Gut, und das Ganze, der Haushaltsplan, der neue, den sich die tolle italienische Regierung da ausgedacht hat, der macht das Ganze momentan auch nicht besser. All dieses Thema, ja, ist so ein bisschen ein kleines Damoklesschwert auf den Märkten momentan. Ja? Je nachdem, wie sich das entwickelt, findet das Europa gar nicht gut und es kann da so eine kleine Zündung zu einem Feuer werden.
Und dementsprechend könnten dann auch die Märkte reagieren. Also darauf sollte man die ganze Zeit ein Auge werfen und dann einfach bereit sein. Ja? Dann sollte man herausfinden in der Stimmung, wie würde auf gute und auf schlechte Nachrichten reagiert. Also zum Beispiel in einem gierigen Markt werden zum Beispiel negative Nachrichten ignoriert. Da hat man sehr oft bei sehr bullischen Märkten, genauso umgekehrt, in einem panischen Markt werden positive Nachrichten ignoriert. Na, letzte Woche Panik. Mir fällt gerade das Unternehmen nicht ein, das am Tag seine Gewinnprognosen sogar angehoben hatte. Ja, das ist dennoch der Wert im Minus, was an normalen Tagen niemals der Fall wäre. Ja, also da werden wirklich positive Nachrichten komplett ignoriert, weil einfach die Märkte komplett abverkauft werden an Paniktagen. Dann, was sagen Stimmungsindikatoren wie zum Beispiel Conny-Trend oder Sentix aus? Ja, ich glaube, die Stuttgarter Börse ist es. Die Stuttgarter Börse veröffentlicht oder hat so ein Barometer auf ihrer Seite, der den Index bzw. das Sentiment ihrer Anleger so ein bisschen beschreibt. Ja, sowas ist immer ganz interessant, einfach um zu sehen, ob die meisten Marktteilnehmer eher bullish, bearish oder sonst etwas sind. Kann man sich immer wieder anschauen, ein kurzer Blick drauf und schon kann man so ein bisschen die Meinung des Gesamtmarktes ausmachen. Ja. Hier natürlich gilt auch immer Vorsicht, wenn die Stimmung extrem gut oder schlecht ist. Es könnte eine Trendwende anstehen. Ja. Oder wie wir Trader immer so schön sagen, Achtung Leute, wenn euch der Taxifahrer schon über Aktien anspricht oder spätestens, wenn die Bild-Zeitung auf Seite 1 über Aktien redet und dass der Markt doch so toll ist und Geld verdient man im Schlaf so ungefähr, Achtung, dann bitte alle Positionen verkaufen und am besten short gehen. Ja. Der beste Kontraindikator, den es gibt, Bild-Zeitung Seite 1. Ganz wichtig, Seite 1. Andreas schreibt gerade, die Frankfurter Börse macht das aus, aber besser versteckt. Ja, okay, also du meinst den Sentiment-Index, ne? Ja, okay, danke für den Tipp. Schaut euch das mal an. Und dann vielleicht am Ende, wie sieht es mit der eigenen Stimmung oder gar dem vom Bekannten aus? Ja? Wie sieht es aus mit der Angst um den Arbeitsplatz, mit den geplanten Ausgaben? Wie wird die derzeitige Wirtschaft selbst eingeschätzt? Oder schönes Beispiel um die Jahreswende, als wir den Krypto-Hype hatten, ja, hat auf einmal jeder über Kryptos gesprochen. Bitcoin hier, Bitcoin da. Also mich haben wirklich Leute aus dem Freundeskreis angesprochen, die mich nie ansprechen über die Märkte. Und jetzt auf einmal kamen sie ums Eck und meinten, soll man denn jetzt Bitcoin investieren? Ja, also wirklich jeder meinte, er wird mit Bitcoin reich. Sorry, best super Kontraindikator. Nicht der beste, aber super Kontraindikator, dass die Blase da platzen musste oder bald reif war für ein Platzen und dass es jetzt abwärts geht. Ja, nur schade, dass man Kryptos nicht wirklich gut shorten kann. Sonst hätte ich es gemacht. Jetzt meine Frage. Ich glaube, bei Tickmill kann man Kryptos handeln. Ich glaube auch in Form von CFDs, daraus folgt, genau. Die müssen shortbar sein, ne, bei euch, oder? Das ist möglich. Also wir bieten den Bitcoin als CFD an. Super. Nur den Bitcoin? Richtig. Okay, aber da kann man ihn shorten. Also man kann long und short gehen. Hätte man gut machen können, wenn einem Freunde ständig auf Bitcoins ansprechen und man sich den Chart mal ansieht um die Jahres Wechsel 2017, 2018. Naja, hätte Fahrradkette. So ist es nun mal. Checken von Wirtschaftsnachrichten gehört natürlich auch unbedingt dazu. Also, man sollte immer wissen, welche Nachrichten werden heute veröffentlicht. Ne? Erstmal hier Wirtschaftskonjunkturnachrichten, große Unternehmen allgemein. Da gibt es auch im Internet diverse Seiten, da kann man draufschauen. Vor allem bei Konjunkturnachrichten steht dann ganz genau drauf, welche Nachrichten heute veröffentlicht werden, um wie viel Uhr und welchen Einfluss diese auf die Märkte haben könnte. Die machen dann so ein kleines Rating immer, entweder in Form von Sternchen oder Punkten oder sonst was. Je mehr Sternchen oder auch Bullen, je mehr Sternchen oder Bullen dahinter stehen, hinter der Ankündigung, desto wichtiger diese Nachricht dann für den Gesamtmarkt, zum Beispiel Non-Farm Payrolls oder was auch immer. Ja? Sollte man sich anschauen, es steht auch da, es gibt auch Seiten, die genau festhalten, wann welche Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen und so weiter. Dann sollte man sich aber hier auch genau anschauen, wie liegen die Erwartungen für diese Bekanntmachungen. Also bei den Konjunkturdaten ist es leicht,
Da ist die Erwartung auch immer dabei. Bei den Unternehmensnachrichten ist es nicht ganz so einfach. Bei den großen findet man auch leicht die Markterwartungen. Das sind immer Markterwartungen im Durchschnitt der Analysten. Bei den kleineren Werten ist das weniger leicht zu finden. Da braucht man dann doch sehr gute News-Systeme, die einem das auch anzeigen. Aber für den groben Überblick reicht es erstmal, wenn man sich das im Internet anschaut. Die Zeit hat man meistens morgens oder nachmittags oder nachbörslich. Sie ist definitiv vorhanden. So, dann, wie sieht es mit der langfristigen Entwicklung der kommenden Wirtschaftsindikatoren aus? Das ist vor allem interessant natürlich für die längerfristigen Trader. Dann, welche Marktrelevanz besitzen Nachrichten, hatte ich gerade schon erklärt. Einfach die Einstufung, wie wichtig könnte eine Konjunkturnachricht für die Kurse sein. Konjunkturnachrichten sind meistens extrem oder können extrem sich eben auf die Devisenpaare und auf die Futures sich auswirken. Ich habe das schon oft gesehen, wenn wichtige Konjunkturnachrichten meist 14.30 Uhr deutscher Zeit kommen, was dann eben die entsprechenden FX-Kurse machen. Ja, da sind teilweise Ausschläge von mehreren hundert Pips. Überhaupt keine Seltenheit, nach oben oder nach unten. Viel Spaß dem, der da richtig positioniert ist. In Anführungszeichen viel Spaß dem, der da nicht richtig positioniert ist, weil dann kann das ziemlich wehtun. Am besten ist es immer, kurz vor diesen Nachrichten gar nicht handeln, denn das ist reines Harakiri. Also wer da sich kurz vorher positioniert, der zockt einfach nur, außer er ist ein Insider und kennt die Nachricht oder das Ergebnis der Nachricht. Aber ansonsten ist das reines Zocken mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit, die bei 50-50 liegt. Und meiner Meinung nach könnte man dann eher ins Casino gehen. Setzt man sich an den Roulette-Tisch, dann gibt es auch eine 50-50-Chance. Aber man hat sicherlich mehr Spaß, vielleicht beim Glas irgendwas, Champagner oder so. Sicherlich interessanter, als auf irgendeinen Chart zu schauen. Und wenn man da auch noch falsch positioniert ist, oh oh. Naja, gut. Ihr wisst oder ihr glaubt, ihr versteht, was ich damit meine. Gut, wie könnte der Markt natürlich auch bei unter den Erwartungen liegenden Zahlen und über den Erwartungen liegenden Zahlen reagieren? Und dann sollte man mögliche Marktreaktionen durchspielen. Ja, also man könnte oder man sollte ein eigenes Reaktionsmuster mal durchspielen. Das kann man oder das findet man mit der Zeit heraus, indem man immer wieder tradet und beobachtet und dadurch einfach dieses gewisse Bauchgefühl einfach immer mehr bekommt. Ja, was passiert, wenn? Ja, wenn ich einen Trade immer und immer wieder mache mit einer gewissen Situation oder durch einen gewissen Einstiegsszenario, dann gewinne ich nun mal ein Gefühl dafür, was beim nächsten Mal auch passieren könnte. Ja, und dann sich Gedanken natürlich um die wirtschaftliche Auswirkung dieses Ergebnisses auch machen. Ja, ganz wichtig, hier geht es ums eigene Konto. Aber bitte, bitte keine feste Meinung bilden. Der Markt hat immer recht und nicht umgekehrt. Das könnte ich immer und immer wieder wiederholen, diesen Satz. Der Markt hat immer recht und nicht einer selbst. Immer wenn ich recht haben wollte bei einem Trade, habe ich, ich sage mal, zu 99% einbezahlt und Geld verloren. Ja, zu 1% vielleicht gewonnen und das war dann reines Glück. Ich habe immer verloren. Immer wenn ich recht haben wollte, dann setzt auch der Kopf aus. Man ist nicht mehr diszipliniert genug. Man fängt also Spielchen an wie verbilligen oder was auch immer. Und der Verlust wird größer oder man hält sich gar nicht mehr an seinen Stop-Kurs und. Ich könnte euch jetzt hierfür ganz viele Beispiele aufzeigen. Aber das würde dann den Rahmen sprengen, den wir hier haben. Dazu lieber ein andermal. Also bitte, macht euch eine Meinung, aber versucht nicht recht zu behalten. Dann natürlich die Auswirkungen von Wirtschaftsnachrichten. Ganz klar, unerwartete Ergebnisse steht für explosive Bewegungen. Immer. Egal ob bei Konjunkturdaten oder bei Unternehmensnachrichten. Wenn die Erwartungen extrem verfehlt oder überboten werden, dann reagieren die Märkte dementsprechend. Oftmals, und das passiert eher im FX-Bereich, gibt es eine erste falsche Interpretation und daraus folgt dann eben eine schnelle, explosive Gegenreaktion. Ja, das beobachtet man ja nicht jeden Tag, aber doch relativ häufig bei Konjunkturnachrichten und eben dann Ausschlägen in den entsprechenden FX-Paaren. Dann sind es Bewegungen in Höhe einer ganzen Tagesrange oder höher. Ja, die sind locker möglich. Mittlerweile auch im
DAX-Bereich, sogar bei Einzeltiteln. Früher war das eher seltener der Fall, mittlerweile ist es schon fast normal. Und im FX-Bereich, Entschuldigung, sowieso. Leider sind die Reaktionen der Marktteilnehmer kaum vorherzusehen. Wenn dies so wäre, wäre der Traden ganz leicht. Versucht euch mal in diesen Satz hineinzuversetzen. Ja, es ist leider nicht vorherzusehen, die Reaktion. Sonst könnte man das Webinar von der Karibik aus machen und ich würde euch alle hin einladen. So einfach wäre es dann. Also daher, was ich vorhin schon gesagt habe, sollte kein Einstieg direkt vor Nachrichten erfolgen. Das ist nämlich, hat nichts mit Trading zu tun, das wäre reines Glücksspiel. Ja, also bitte nicht aus Angst, irgendetwas zu verpassen, in den Markt ziehen lassen. Ja, auf gar keinen Fall, lieber abwarten, da gilt die oberste Devise, Kapitalerhalt. Sofern ihr nicht über endlose liquide Mittel verfügt, ist das wichtigste Werkzeug eines Traders sein Kapital. Und das gilt es zu schützen. Also lieber erstmal warten und dann schauen, was passiert und dann reagieren. Ja, zum Beispiel, bevor man reagiert, sollte man vielleicht nochmal die Marktreaktion auf Plausibilität prüfen. Und dann sollte man zum Beispiel erst im nächsten Retracement einsteigen. Ja, als Beispiel jetzt. Ja, erstmal den ganzen Ausschlag und die ganze Wohle abwarten und dann, wenn sie es ein bisschen beruhigt, einsteigen. So, wenn die Nachricht marktbewegenden Charakter besitzt, ist danach eben noch genügend Geld zu verdienen, aber halt bei niedrigerem Risiko. Ja. Das sollte man sich immer vor Augen halten. Wenn ich nicht sofort dabei bin, danach gibt es immer noch genügend Chancen. Ja, Geduld kann sich bezahlt machen. Immer so. Bitte niemals in Panik verfallen. Ich muss doch jetzt traden oder ganz nervös auf und ab mit dem Stuhl sich drehen. Nee, auf und ab sich drehen, der war gut. Auf und ab bewegen und sich links und rechts drehen mit dem Stuhl. Oder vielleicht eine nach der anderen rauchen. Leute, abwarten. Der Trade kommt und erst reingehen, wenn die ganzen eigenen Trade-Parameter passen. So, hier so ein paar typische Reaktionen von so Nachrichten. Hier seht ihr Spikes und. Aber da kann ich schnell durchgehen. Das habt ihr sicherlich alles schon gesehen. Gut. Ich schaue mal ein bisschen nach euren Fragen, bevor ihr mich immer nur hier im Monolog hört. Machen wir mal sowas wie Fragen. Der rote Punkt ist weg. Was ist? Weiß gar nicht, was damit gemeint. Achso, da ging es ums Aufzeichnung. Das hat Elena schon beantwortet. Ja, okay. Sören fragt mich gerade, ob ich heute Linde getradet habe. Nein, heute nicht Linde getradet. Ich hatte heute ein paar andere Trades, aber ich zeige heute euch nicht Trades. Ein paar sind dabei, die wissen, dass ich gerne auch Trades euch zeige, heute mal nicht. Heute machen wir nur eine Präsentation. Andreas fragt gerade, gibt es Konstellationen, wo du feststellst, dass heute besser ein Tag zum Nicht-Traden ist? Wenn ja, wie ist solch ein Markt zu erkennen? Andreas, der allererste Punkt, relativ einfache Punkt, ist, gehört auch hier zum Selbstcheck. Geht es mir gut oder geht es mir nicht gut? Bin ich heute im Kopf frei und fühle ich mich fit zum Traden? Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wenn dem nicht der Fall ist, nicht traden. So, und dann gibt es Konstellationen, die mir relativ schnell sagen, heute ist nichts los. Also wenn zum Beispiel morgens extrem wenig Nachrichten da sind, wenn ich auch schon sehe, dass die Futures über Nacht kaum Sprünge gemacht haben, wenn ich sehe, dass aus Asien sich nicht viel bewegt hat, wenn ich zum Beispiel in den FX-Paaren zum Beispiel keine Range erkenne, die ich eventuell traden möchte oder keine besonderen Chartmuster erkenne, die ich traden möchte, dann stellt sich für mich oder beziehungsweise lege ich ziemlich schnell fest, dass ich vielleicht sogar schon um 10 Uhr sozusagen Feierabend machen könnte. Ich bin ja ein Trader, der am liebsten morgens tradet. Das hängt damit zusammen, dass nun mal morgens die ganzen vorbörslichen Unternehmensnachrichten kommen. Daher sitze ich schon um 7.15 Uhr am Rechner und gehe die ganzen News durch. Aber wenn ich dann ziemlich schnell erkenne, heute könnte ein langweiliger Tag werden, dann kann es sein, dass ich relativ bald Feierabend mache. Denn das Schöne am selbstständigen Traden ist doch, dass man sein eigener Chef ist und selbst entscheidet, wie lange man tradet. Oder was man überhaupt mit seiner Zeit anstellt. Im Sommer
können diese langweiligen Tage natürlich öfter vorkommen, wenn die Sonne vor allem draußen scheint. Dann hat man nun mal anderes zu tun. Ja, dann macht man halt irgendwas anderes, was so ansteht. Und am Nachmittag kann man immer noch sich wieder hinsetzen und reinschauen. Wenn dann die Amerikaner in den Markt kommen, kann man immer noch sich hinsetzen und schauen, okay, was ist jetzt los, was passiert oder passiert eben nicht. Ja, aber wie gesagt, das ist das Schöne beim Traden. Daniel wollte noch wissen, handelst du vorbörslich oder erst ab Xetra-Öffnung? Nein, ich handle auch vorbörslich. Versuche ich zumindest, je nachdem, wie die News aussehen und wenn ich dann einen Trade erkenne und versuche reinzukommen, dann hängt es natürlich davon ab, ob ich noch reinkomme oder nicht. Gut. Gibt es eine Plattform, wo du noch deine Trades postest oder vorbörsliche Infos? Wer es verfolgt hat, weiß, ich habe mal eine Zeit lang auf Guidance Sachen gepostet, auch vorbörsliche Infos. Das müsste ich mir vielleicht mal wieder angewöhnen, diese vorbörslichen Infos. Trades posten ist schwierig geworden in Deutschland. Ja, vor allem nach den neuen Marktmanipulationsregeln oder Regularien der BaFin ist es sehr, sehr schwer geworden, Trades zu posten. Bei FX geht es noch, bei Aktientrades ist das ziemlich unmöglich geworden, weil man eventuell sich der Marktmanipulation aussetzt, indem dann viele das Ganze nachahmen und dann vielleicht den Wert bewegen. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema in Deutschland. Deswegen, ich muss das nicht unbedingt riskieren, Leute. Seid mir nicht böse, aber ich mache diese Posts sowieso nur, um euch was zu zeigen, um euch zu zeigen, okay, hier schaut mal, was hier passiert ist oder eben nicht passiert ist und so weiter. Aber wenn ich mich dann irgendeiner Haftungsgeschichte deswegen aussetze, dann sorry, muss nicht sein. Okay, wollen wir mal weitermachen mit der Präsi. Selbstcheck. Erstmal einleitend habe ich dazu geschrieben, dass Trading mental sehr anspruchsvoll ist, vergleichbar mit einem sportlichen Wettkampf. Daher sollte ein Trader, ähnlich wie ein Sportler, sich professionell auf das Traden einstellen. Ne? Manchmal an so Extremtagen, das können sich Freunde mal gar nicht vorstellen, wenn man als Trader zu ihnen sagt, boah, ich bin total platt, ich keine Ahnung, als hätte ich einen Umzug oder einen Marathon hinter mir, ich bin völlig fertig. Das könnte ich gar nicht vorstellen, denn hey, was machst du da? Du klickst doch nur, sitzt doch nur vor dem Monitor und klickst da auf ein paar Tasten oder auf die Maus, ja. Die verstehen das immer gar nicht, ja. Aber Traden ist wirklich mental Hochleistungssport. Und nur diejenigen unter euch, die das schon miterlebt haben, wissen, wie ausgelaugt und wie K.O. man sich nach so einem Trading-Tag fühlen kann. Vor allem, wenn extrem viel los ist und viele Trades zu machen sind. Also, vor dem Traden sollten sich folgende Fragen gestellt werden. Geht man denn gut vorbereitet in den Tag? Ne? Also Marktvorbereitung und so weiter. Ist man entsprechend hoch motiviert? Ne? Ich habe es extra mal ein bisschen übertrieben. Ja? Nächster Punkt ist aber sehr wichtig. Ist gesundheitlich alles in Ordnung? Also, ich sage immer zu den Leuten, wenn ich Bauchschmerzen habe in dem Sinne, also wenn es mir körperlich nicht gut geht, nicht traden. Ich werde immer abgelenkt sein, bitte nicht traden. Nicht keine Angst haben, etwas zu verpassen, sondern sich eher positiv das Ganze schönreden und sagen, hey, ich habe auch keine Möglichkeit gehabt, etwas zu verlieren, weil ich nicht konzentriert genug war. Ja, immer schönreden und sagen, hey, dafür habe ich keine Verluste gemacht und das ist auch schon ein Gewinn. Also wird der Trade-Tag entspannt angegangen? Ist die notwendige Konzentration vorhanden? Ist man mental okay und ohne private Probleme? Da ist das nächste Thema, was ich immer allen sage, nicht nur die Bauchschmerzen, sondern auch wenn ihr Kopfschmerzen habt, bitte nicht traden. Kopfschmerzen können Stress in der Familie, mit den Kindern, mit der Frau, mit dem Mann, mit wem auch immer bedeuten. Ja? Bitte nicht traden, wenn ihr mental im Kopf nicht frei seid. Ganz gefährlich. Ja, also einen kleinen Selbstcheck durchführen. Dann Tageszielplanung. Ja, oft, ganz, ganz oft, vor allem bei Anfängern setzt zu oft und zu schnell dieser Trading-Alltag ein. Ja, deswegen sollte vor Beginn des Tradings der Trader sich zum Beispiel mit wiederkehrenden Fehlern und deren Vermeidung auseinandersetzen. Ja, hier ist ganz wichtig, am Anfang ein Trading-Journal zu führen. Ich weiß, das ist umständlich und vielleicht auch langweilig und es kostet Zeit, sämtliche Trades in einem Trading-Journal festzuhalten.
Aber gerade am Anfang sollte man es unbedingt machen, weil Leute, ihr könnt noch so viele Webinare besuchen, ihr könnt noch so viele Seminare besuchen oder noch mehr Bücher lesen. Es gibt eine Erfahrung, die unbezahlbar ist für euch. Das ist die Erfahrung, die ihr aus euren eigenen Trades ableiten könnt. Ja? Wenn ihr mal so ein Trading-Journal habt, wo ihr 500 oder 1000 eigene Trades festgehalten habt, ihr könnt diese auswerten und. Das ist ein unglaublicher Datenschatz, den euch keiner mit einem Seminar oder Webinar auch nur ansatzweise gleichsetzen kann. Das sind eure eigenen Trades, ihr habt eigene Erfahrungen gesammelt und Traden ist wirklich Learning by Doing. Ihr könnt Basics lernen, wo auch immer, Webinare, Bücher, Seminare und so weiter, aber traden müsst ihr selbst und nur dort macht ihr eure Trade-Erfahrung, nur dort kommen Emotionen hoch wie Gier, Angst, Hoffnung und so weiter, also wenn es natürlich um etwas geht. Hier zählt natürlich nicht das Demo-Traden auf Demo-Konten oder Paper-Trades, sondern es muss schon ein Einsatz im Pot sein, wie beim Pokern. Ja, da muss es um etwas gehen. Und wenn diese Trading-Emotion und diese Trading-Erfahrung hochkommt und ihr das Ganze analysiert, werdet ihr mit der Zeit automatisch besser. Also schriftliche Festhalten am Anfang von Trades ganz wichtig. Und eben das schriftliche Festhalten von Zielen verstärkt auch die mentale Einstellung, hilft bei der täglichen Umsetzung. Also hier wirklich die Tageszielplanung. Ja, sowas wie den maximalen Verlust für den Tag und Trade festhalten, maximale Anzahl an Trades für den Tag. Gerade am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist, so viel zu traden, wenn man jetzt ein Daytrader werden möchte. Oder minimale Gewinnziele für den Tag oder Trade ausmachen. Ja, nicht nur einen Stop setzen, sondern wirklich auch sich nicht nur sagen, ja, okay, bei so und so viel Prozent oder Euro Verlust gehe ich aus dem Trade, sondern sich auch mal Gewinnziele setzen und sagen, okay, bei 2, 3, 500 Euro oder was auch immer Gewinn bei dem Trade steige ich aus und nehme den Gewinn mit. Ja, nicht immer nur gierig werden und mehr und mehr und mehr wollen, sondern Gewinne mitnehmen. Ja, ich nehme lieben gern Gewinne mit. Ich liebe das. Ich persönlich mache lieber 10 Trades à 500 Euro als einen Trade mit 5000 Euro Gewinn. Lasst mal den Satz kurz vielleicht wirken. Ist wirklich so. Ich erkläre es euch ganz kurz, warum. Der mit dem 5000 Euro Gewinn ist wahrscheinlich von der Zeitachse ein Trade, der einfach länger dauert. Ja, stellt euch den Chart vor, ein Anstieg, der einfach länger dauert, als ein 500 Euro Trade, der ziemlich schnell eintreten kann. Ja, ich nehme lieber die schnellen Gewinne mit, davon für mehrere. Aber was habe ich davon? Ich bin kürzer im Markt, ich setze mich kürzerem Risiko, Marktrisiko aus, dass zum Beispiel irgendeine Nachricht von außen, Konjunkturnews oder was auch immer, meinen Trade komplett kaputt machen kann und. Das wäre aber wiederum ein anderes Webinar. Ja? Dann mal festhalten, Vermeidung von wiederkehrenden Fehlern. Also wenn ich schon weiß durch mein Trading-Journal, dass ich diesen oder jenen Fehler immer und immer wieder mache, dann setze ich mir den auf meine Trade-Planung und Tageszielplanung. Schreibe ich mir das groß auf einen Monitor, auf einen Post-it, klebe es mir dahinter und sage, Achtung Giovanni, pass auf, diesen Fehler auf. Ja, also diese Definition sollte schriftlich erfolgen. Und eine positive Formulierung ist hier auch immer psychologisch wichtig. Wie ich vorhin sagte, wenn ihr nicht tradet, dann dürft ihr keine Angst haben, Geld oder Gewinne zu verpassen. Ihr müsst keine Angst haben deswegen, sondern ihr solltet euch das schön reden, positiv formulieren und sagen, hey, ich konnte wenigstens nichts verlieren. Ja, super. Okay. Gut. Martin fragt gerade, lässt du Gewinne nicht laufen, indem du den Stop auf Break-Even nachziehst? Nein, Martin, mache ich super selten. Liegt aber daran, dass ich ein reiner Daytrader bin. Ja? Ganz, ganz selten. Ich benutze auch keine Trailing-Stops. Ich habe immer definierte Gewinnziele und am liebsten läuft die dahin und wenn das Ziel erreicht ist, dann bin ich raus. Ich definiere auch Gewinnziele nicht in Prozent oder so, sondern immer in Euro. Auch so etwas, was der Chichi Valley anders macht als andere oder als all eure Bücher, die ihr gelesen habt. Dort wird immer was von setze deinen Stop mit 1% oder die berühmte 1%-Regel oder was auch immer für eine Prozentregel. Ich definiere Stops und Gewinnziele immer nur in Euro. Warum mache ich das so? Das ist eine schwere Frage jetzt. Warum mache ich das so? Nee, bevor ihr jetzt darauf antwortet, ganz einfach,
Ich kann schlecht von Prozenten leben. Ich bin kein Fondsmanager, der sich mit irgendeinem Vergleichsindex oder sonst was messen muss. Ich bin auch kein Vermögensverwalter. Nein, ich bin Trader. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie viel Euro Gewinn ich mache. Am Monatsende am besten, wie viel danach dem Strich oder unter dem Strich steht. Das ist die einzige Prämisse, denn nur daraus kann ich meine Rechnungen bezahlen, meinen Kühlschrank füllen und nicht von irgendwelchen Prozenten. Versteht ihr das? Also ich habe da einfach einen komplett anderen Ansatz. Ich mache das aber auch erst seit 20 Jahren, das Ganze. Vielleicht liegt es daran. Ja, okay. Nee, also wie gesagt, Martin, nein, mache ich nicht. Aber liegt einfach auch daran, dass ich relativ kurzfristig trade. Okay. Hier eine Beispieldokumentation einer Tageszielplanung. Ne? Also ich lege Gewinn- und Risikoplanung fest. Risiko sage ich mir, okay, maximal heute 300 Euro. Pro Trade möchte ich maximal 90 verlieren. Tagesgewinn wären 500 Euro und pro Trade hätte ich gerne 220 Euro. Ne? Und hier die maximale Anzahl meiner Trades, 5 Stück. Ne? Alles hier nur als Beispiel. Ja, also Tagesziele, ich werde jeden Trade nur durch den Initialstopp oder einen nachgezogenen Stopp beenden und vorzeitige Ausstiege vermeiden. Na, hier auch natürlich auch für euch mit reingebracht, der nachgezogene Stopp kann man ja machen. Na, ich mache es halt nur nicht, aber kann man machen. Sollte ich den Zwang zum Handel verspüren, werde ich mich für 20 bis 30 Minuten aus dem Büro entfernen und nur zum Stopp nachziehen zurückkehren. Na, einfach so mal als Beispiel, wie man sich das schriftlich visuell festhalten kann. Okay, wenn ich leise bin, liegt es immer daran, dass ich so ein bisschen nach euren Fragen schaue. Okay, die hatten wir schon. Gut. Marktplanung. Ja, so, hier eine professionelle Marktvorbereitung ist natürlich unverzichtbar für ein super Trading. Also, daher sollten vor Marktbeginn alle Eventualitäten in schriftlicher Form vom Trader bedacht werden. Okay, hier fassen auch alle mentalen Planungen ineinander. Also zum Beispiel enthält eine gute Marktplanung folgende Punkte. Das übergeordnete große Chartbild. Ja, dann die Markthauptrichtung festlegen. Also in welche Richtung soll eingestiegen werden? Hat man vorhin, die meist bei allen drei Charts war das bevorzugte Szenario das Short-Szenario. Dann, wo sind die wichtigen Widerstände oder Unterstützungsniveaus? Ja, herausfinden und festlegen, festhalten. Dann die Nachrichtenlage überprüfen und berücksichtigen. Welche wichtigen News steht an? Festhalten. Dann natürlich die allgemeine Marktstimmung berücksichtigen, da wären wir wieder bei den Sentiment Index und so weiter. Und dann sollte man verschiedene Marktszenarien, aber auch Worst-Case-Szenarien werfen. Was wäre, wenn? Ja, ganz kurz, dann. Ich zeige euch gleich ein Beispiel, wie man das machen kann. Und keine feste Meinung bilden, immer flexibel sein und bleiben. Nur einer entscheidet und das ist der Markt. Niemand anderes, nicht euer Nachbar, nicht eure linke Hand, nicht eure rechte Hand, nur der Markt entscheidet, was passiert und dann sollte man reagieren. Gut, die Marktplanung dient der mentalen Vorbereitung auf das Traden. Und so könnte eine Marktplanung fürs Marktszenario aussehen. Also Markthauptrichtung ist langfristig Long, mittelfristig Long oder kurz- und kurzfristig Long. Also ist die Hauptrichtung was? Die sind natürlich Long. Widerstände liegen bei so und so und so. Unterstützungen liegen bei so und so und so. Also mein Marktszenario sagt mir dann, derzeit befindet sich der Markt in einer Seitwärtsrange. In der letzten Sitzung hielt die Unterstützung bei der 2,8. Als erstes Kursziel wird der Widerstand bei 2,850 dienen. Bei einer Öffnung im Plus auf Abprall von der Vortagsschlusslinie setzen. Um 16 Uhr wird der US-Einkaufsmanager-Index bekannt gegeben. Fällt dieser besser aus als erwartet, also über der 53, könnte der Markt nach oben hin ausbrechen. Eingestiegen wird aber erst im ersten Retracement. Welches wesentlich, oh, das gehört da hoch, ist runtergerutscht, ah, jetzt, welches wesentlich ruhiger als die erste Reaktion ausfallen könnte. Ist dies nicht der Fall? Entschuldigung, da ist meins runtergerutscht. Ah, okay, sorry. Als die erste Reaktion ausfallen könnte. Ist dies nicht der Fall, wird kein Trade eröffnet. Der ISM sollte weiterhin leicht steigen, wie in den letzten Sitzungen auch.
Ziel wäre in dem Fall der Widerstand bei 2891. Also hier sind dann alle Punkte festgehalten, einmal tabellarisch, einmal als ja, in Textform, einfach nur, um sich dann zu sagen, was mache ich, wenn? Na? Und hier dasselbe Beispiel eines Worst-Case-Szenarios, langfristig, mittelfristig, kurzfristig immer noch long, Hauptrichtung ist dennoch long, das sind immer noch dieselben Widerstände und dann seht ihr selbst, ihr könnt lesen, was passiert oder was man dann machen könnte. Na? Sollte sie nicht halten, wird bei Unterscheiden eben short gegangen. Erstes Kursziel wäre dann die Unterstützung bei 250. Bei der Eröffnung im Minus auf Abprall der 2,8-Linie setzen. Um 16 Uhr wieder wird der Manager-Index bekannt gegeben. Fällt dieser schlechter aus als erwartet, also unter der 53, könnte der Markt nach unten hin ausbrechen. Und so weiter und so fort. Das als kleines Beispiel für eine Möglichkeit, das Ganze zu planen bzw. schriftlich festzuhalten. Hier habe ich mal für euch ein paar Eröffnungsszenarien skizziert. Kann man immer wieder gut verwenden. Schaut es euch selbst an. Hier am Beispiel Nummer 1, da habe ich das Vortagstief, da den Vortagsschluss, also diese dunkelblaue Linie hier und die hellblaue Linie ist die Eröffnung. Grün ist Einstieg, Stop ist Ausstieg. Ja? Also der Markt eröffnet, dann geht er an den Vortagsschluss hoch, prallt aber daran ab und schon haben wir ein Szenario für einen Short, ne, mit einem Stop überhalb des Vortagsschlusskurses. So, wir prallen an der Eröffnung, gehen dann dadurch, Short Trade. Ja, und so weiter. Beispiel Nummer 4, das Ganze eröffnet weit unter Vortagsschlusskurs, also Gap nach unten. Hier könnte man erst von einer Gap-Strategie ausgehen. Was macht der Markt? Okay, nach der Öffnung ist er erstmal nicht Richtung Gap Close, also nach oben hingelaufen, sondern läuft erstmal sofort weiter nach unten und zwar ans Vortagstief sogar. Dort prallt er ab, steigt wieder an. Jetzt können wir sagen, okay, jetzt hat er sich entschieden, doch Richtung Gap Close zu laufen. Papalapap, macht er nicht, prallt an der Eröffnungslinie ab, geht dann tatsächlich unter das Vortagstief, testet es hier nochmal, Retracement. Okay, wir können Short gehen. Ja, das ist der klassische Test. Ein Szenario für einen Short-Einstieg bei so einer Situation. Daniel fragt gerade, wie viele Strategien ich regelmäßig verwende. Also Daniel, diese hier immer wieder mal, aber eher nicht im FX. Doch wenn, dann überhaupt dann im FX. Im Aktienbereich handle ich nun mal mehr nach News, schaue dann aber anhand meiner Stop- oder Kurszielberechnung, wo könnten Widerstände und Unterstützung sein, wo war Vortagshoch, wo war Vortagstief und so weiter. Das nutze ich aber dann eher, um eben Gewinnziele oder Stops auszumachen. Ich habe diverseste Strategien, die ich aber auch jetzt hier in diesem Webinar euch aufzeigen kann. Das wäre eher was, weil vielleicht für ein Seminar, was ich auch nicht sehr oft gebe. Ich gebe sehr, sehr selten Seminare, eigentlich nur einmal im Jahr, momentan so, Entschuldigung, sogar nur einmal alle 2 Jahre. Sorry, ganz kurz, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken, weil ich habe einen Frosch im Hals. Bin gleich wieder da. So, jetzt ist besser. Ja, also wie gesagt, ich gebe ganz selten Seminare, handle es ein bisschen anders wie andere Kollegen. Liegt daran, dass ich das, wenn, dann auch nur auf Spaß macht und es mir ab und zu eben Spaß macht, ein Seminar zu geben oder auch ab und an wie heute ein Webinar zu geben. Ja, aber das wäre ein Thema wirklich für ein Seminar, wenn ich dann doch diverse Strategien aufzeige und wir dann auch mit den Marktteilnehmern live traden. Vielleicht mache ich eins wieder Anfang nächsten Jahres. Noch habe ich die Entscheidung dazu nicht gefällt. Wenn ja, schaut einfach immer wieder mal auf meine Homepage oder Facebook oder sonst wo. Da kündige ich das an. Das sind dann wieder 5 Tage. Ich nenne sie immer die Berlin Trading Days. Davon sind locker 4 Tage Live-Trading. Ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Hier, ne, Öffnungsszenarien, hier der reale Kursverlauf dazu. Also wir haben einmal das Szenario 1 am Anfang und das Szenario 4. Genau die 2, von denen ich hier gesprochen habe gerade. Ne, also ihr seht selbst, das war die Eröffnung. Dann geht es nach oben. Wir an den Vortagsschluss an, daran prallen wir ab. Und zack, Short-Einstieg. Ja, ging schön weit nach unten bis zum Vortagstief.
wo auch immer man sein Gewinnziel setzt. Ich persönlich, wenn das hier das Vortagstief ist, hätte es aller spätestens um den Bereich gesetzt, aber wahrscheinlich wäre ich schon vorher raus, weil ich ein Gewinnziel habe, das vielleicht bei 10, 20, maximal 30 Pips oder Punkten ausgemacht hätte. Mehr auch nicht. So, und hier seht ihr später dann im Tagesverlauf das nächste Szenario, was wir eben vorhin schon hatten, denn das kommt dann im Tagesverlauf und trifft zu. Wir gehen runter, testen das Vortagstief, aber letztendlich prallen wir doch dran ab. Hier war der erste Test, zweiter Test, dritter Test und hier könnte man dann auf Short setzen, was wiederum man geht hier unten raus, aber was wahrscheinlich im Verlust geendet hätte, weil er hat es einfach nicht bestätigt, die Bewegung ging nicht weiter runter und letztendlich ist er dann doch wieder übers Vortagstief drüber und in Richtung Norden gegangen, der Kurs. Allerdings, wenn man hier natürlich nur ein paar Pips oder ein paar Punkte als Gewinnziel hatte, dann wäre sogar der Trade aufgegangen oder hätte aufgehen können. Gut, ich habe ja auf die Uhr geguckt und versucht, in der einen Stunde dieses Webinar zu machen, wofür ich normalerweise, also diese Präsentation zu machen, für die ich normalerweise länger brauche. Aber ich wollte aber auch noch unbedingt ein paar Fragen beantworten. Deswegen kommen wir zu meinem Fazit. Also, egal ob nun ein Haus gebaut, ein Sportler erfolgreich oder ein Trader zum Profi werden soll, man benötigt dazu einen Plan. Das wisst ihr alle, der berühmte Tradingplan ist einfach wichtig. Also beginnend mit der Vorbereitung durch Erlernen von Grund- und Spezialwissen, Lesen von Büchern oder Besuchen von Seminaren, Webinaren, dann eben die tägliche praktische Umsetzung und nach grundlegender Vorbereitung ist aber auch die direkte Vorbereitung auf den Tag wichtig. Für mich noch viel wichtiger. Basics hat man irgendwann drin und dann kommt eben die Routine bzw. das Daily Business und da wird dann das Geld verdient. Der Zufall wird ausgeschlossen und man ist auf die wahrscheinlichsten Situationen vorbereitet. Das sind immer wiederkehrende Trade-Situationen. Dieses berühmte Bauchgefühl, wenn ich ab und zu gefragt werde, Giovanni, warum machst du gerade diesen Trade? Und ich dann sagen muss, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja, warum? Weil mein Bauch, mein Unterbewusstsein mir sagt, was wahrscheinlich passiert. Warum? Weil ich diesen Trade oder diese Situation schon x Male, wahrscheinlich schon hunderte oder tausende Male gesehen oder vielleicht auch getradet habe, sagt mir eben mein berühmter Bauch, Giovanni, geh long oder geh short. Ja, und diese Erfahrung macht man nur durch Trading, Trading, Trading. Also, aus purem Reagieren wird so mit der Zeit ein Agieren. Minimales Ziel sollte auf jeden Fall eine detaillierte Trade-Planung sein und erfolgreich wird man aber nur mit einer kompletten Vorbereitung. Aber eine gute Planung, denn eine gute Planung gibt einen Leitfaden für den kommenden Tag. Und ja, ich habe es jetzt natürlich noch positiver formuliert. Dadurch ist man dem Markt immer einen Schritt voraus. Wäre natürlich schön, wenn es so wäre, immer so wäre. Ne? Aber ihr wisst, glaube ich, was ich damit meine. Okay. So, das war meine Schlussfolie hier. Die sagt mir von Tickmill, dass ich präsentationstechnisch am Ende bin. Und jetzt würde ich noch auf ein paar eurer Fragen eingehen, wenn ihr das möchtet. Ich muss noch mal gucken, welche ich beantwortet habe. Sehr motivierend und hilfreich. Danke, Chris, für das Feedback. Ich höre mich ja leider nur selbst und führe hier einen Monolog. Deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn ihr mir Fragen stellt oder mir Feedback gibt. Immer ganz, ganz toll. Chris möchte wissen, welche Broker, welche Handelsplattform ich verwende. Chris, selbst wenn ich dir das jetzt sagen könnte, weil die Elena nichts dagegen hätte, aber versteh doch bitte, wir sind hier im Seminar vom Tickmill und da möchte ich auf keinen Fall irgendwelche Broker-Namen anderer Broker in den Mund nehmen. Ich sage euch nur mal eins dazu. Wie ich vorhin schon sagte, mache ich das Ganze ja nicht erst seit gestern, sondern seit 20 Jahren. Ich bekomme ständig Anfragen von Brokern, dass ich für sie Vorträge halten soll oder ein Webinar machen soll oder was auch immer. Ja? Und die würden mir dafür, ich bin da ehrlich, auch Geld bezahlen. So, und wenn ich da so gierig werde und wenn es mir nur ums Geld ginge und ich beim Traden nicht genug Geld verdienen würde oder sonst was, dann würde ich denen auch allen zusagen und sagen, ja klar, ich mache ein Webinar für dich und für dich und für dich. Und auf der World of Trading renne ich auf jedem Stand rum und gebe dort Vorträge. Ich persönlich mache nur Webinare und Vorträge für Broker,
die ich entweder persönlich gut kenne, weil ich dort selber trade und weiß, was die mir bieten und was sie für Produkte haben und so weiter. Oder durch Empfehlungen und Aussagen von mir gut bekannten Trader-Kollegen, die mir sagen, wie gut oder schlecht der Broker ist. Und ich einfach persönlich davon überzeugt bin, dass es ein seriöser Broker ist. Dann gibt es dann eigentlich mich gute und schlechte Broker am Markt, aber das wisst ihr alle selbst. Nur und deswegen wähle ich die Broker aus. Und mal abgesehen davon, dass Elena sehr, sehr, sehr sympathisch ist, ja, liegt es nicht nur an ihr, dass sie mich zu einem Webinar für Tickmill bekommen hat. Ja, sondern es liegt wirklich an Tickmill. Es ist ein sehr guter Broker, unglaublich stark kapitalisiert. Damit meine ich das Eigenkapital von Tickmill, Thema Sicherheit. Und einfach weltweit sehr gut. Ja, und das haben mir nun mal schon viele bestätigt. Und zwar in Form von Live-Konten. Und ja, Vorsicht, Schleimspur. Ne? Ja, okay, Andreas, ich höre schon auf. Ne? Also, aber seid mir nicht böse, ich kann hier nicht über andere Broker reden. Okay? Gut. Okay. Sören schreibt gerade, tat mir am 10. Oktober ziemlich schwer mit dem Orderbuch Rebound Trades, besonders bei Wirecard. Hast du den starken Abverkauf bei Wirecard gehandelt? Ja. Sören, gehandelt, aber auf der Long-Seite. Long-Seite morgens hat Spaß gemacht. War richtig schön. Natürlich viel zu früh raus, so ist es nun mal. Aber trotzdem ein paar Euro mitgenommen und das hat Spaß gemacht. Okay, das hatten wir auch schon. Wie sieht für dich ein Trading-Journal aus, möchte Harris wissen. Harris, es gibt für mich kein optimales, gutes oder schlechtes Trading-Journal. Google einfach mal nach Trading-Journal. Mittlerweile gibt es da einige kostenlose im Internet. Es sind meist Excel-Files, kannst du einfach runterladen und adaptieren. Es gibt sogar Programme, also Software für Trading-Journale. Kostet natürlich Geld. Jeder muss selbst wissen, ob er das braucht oder nicht braucht, mit automatischen Import-Export-Funktionen und so weiter. Schaut es euch einfach mal selbst an. Okay. Gut. Ja gut, dann würde ich sagen, schaue ich noch nach ein, zwei Fragen und dann machen wir mal Feierabend, damit wir auch mal pünktlich sind. Sören sagt gerade, nach wären Einstiegsszenarien einfach Erfahrung oder konkret Orderbuch? Sören, Orderbuch. Orderbuch Trading, klar, spielt da sehr viel Erfahrung mit ein. Orderbuch Trading ist Erfahrung pur, meiner Meinung nach. Ich kenne kein Buch, was Orderbuch Trading beschreibt. Aber ich versuche da natürlich was zu sehen. Und dann versuche ich dementsprechend zu handeln. Okay, Martin Scheibgard ist bei Tickmill und extrem zufrieden. Das wird Elena freuen. Ja, das freut mich. Ich habe mich extra auf Stumm hier geschaltet, damit ich auch nicht immer alles kommentiere. Ich habe ja die Tendenz dazu, ein bisschen auch mal mehr zu sprechen. Insofern klares Kalkül, dass ich hier stumm bin. Okay, aber dann würde ich sagen, dann sprich doch du jetzt mal kurz, weil ich wäre am Ende und ich würde erstmal Ladies First dir das Wort geben und danach würde ich mich dann nochmal von allen verabschieden. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank erstmal dafür, Giovanni, dass du heute Abend dein Wissen mit uns geteilt hast. Wie du auch gesagt hattest, für dich ist es natürlich auch immer schwer, einen Broker zu finden, wo du dann auch tatsächlich dem deine Zeit widmen möchtest. Ist für uns natürlich auch genauso schwer, würde ich mal sagen, dass wir auch Partner finden, denen wir unsere Kunden anvertrauen möchten und wo wir denken, dass es auch wirklich einen Mehrwert gibt. Ich war ja heute Abend auch dabei und insofern hast du den wirklich geliefert. Vielen Dank. Und selbstverständlich möchte ich mich ja auch für alle, also bei allen Teilnehmern bedanken, die auch bis zum Ende tatsächlich alle mit dabei geblieben sind. Und die E-Mail-Adressen, die habe ich ja von allen Teilnehmern jetzt. Sobald wir die Aufzeichnung haben, werden die, wie gesagt, entweder auf unserer Facebook-Seite sein oder direkt auf unserer Webseite. Aber ansonsten schicke ich auch gerne eine E-Mail raus mit der Aufzeichnung. Insofern kann man sich die dann auch nochmal im Nachhinein ansehen. Und ansonsten ist der nächste Termin, den wir jetzt erstmal haben, der 11. War das jetzt 14. der 14. oder der 14. Messi, der 14.11. um 11 Uhr, so war es. Genau. Und genau, dann wirst du noch ein bisschen mehr von deinem Wissen mit uns teilen. Insofern lieben Dank
Und von meiner Seite aus dann bis dahin. Super, ich danke dir und ich danke Tikmil. Hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, das konntet ihr hören. Ich freue mich auch schon aufs nächste Webinar und danach auch auf die World of Trading. Auch dort werde ich für Tikmil einen Vortrag halten oder auch am Stand mal sein. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was mitgeben konnte für euer Trading. Ja, ich bedanke mich recht, recht herzlich bei euch, dass ihr um diese Uhrzeit noch dabei wart. Wünsche euch allen einen tollen Abend und natürlich ganz, ganz wichtig, viele, viele erfolgreiche Trades. Ja, ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Danke, schönen Abend, bye, bye.